Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. So bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können sich's eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Muss der dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streuner und? Er ist noch ein Kind. Dann hast du mir bestimmt die Parteilinie erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unser Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf uns. Und? Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Scheiß Feiglinge! Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstützen. Anton 1, rücken Sie umgehend zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1 an Oberkommando, gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch! Jawohl, Kommandant. Nach rechts. Wir müssen sie flankieren. Jawohl, Kommandant.
Sie scheinen sich schnell zu nähern, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Was soll das werden, Kerl? Nur die Ruhe. Wir schaffen das schon. Durch. Sieht gut aus. Anton 1 an Oberkommando. Schienen sind frei von Feinden. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Flieger haben Sie keine Chance. Drücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Auf zur Hauptstraße, Kerz. Jawohl!
los! Ich arbeite dran! Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Sie von Deckung zu Deckung. Schröder, Hartmann, ich will, dass jeder Schuss sitzt. Ich denke, wir sind startklar. Boah, das Ding gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? Thank you.
Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle verbliebenen Panzereinheiten. Rücken Sie zum Sammelpunkt vor und attackieren Sie alle Feindeinheiten, denen Sie begegnen. Danach drängen Sie die feindlichen Truppen aus der Stadt zurück. Herz. Ja, Kommandant. Thank you.
Herr im Himmel. So viele. Sie haben Panzer, aber wir haben einen Tiger. Guter Schuss. Voll in Schwarze. Bericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Wovon zur Hölle reden Sie da? Der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Oh, ja, Gott nochmal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung! Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier.